Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß beim Video. Es gibt wieder eine Konferenz, ihr wisst es, die Timelinks findet ihr in den Kapitelmarken und in der Videobeschreibung. Habe ich mich schon bedankt, dass ihr reingeschaltet habt. Danke auf jeden Fall. Los geht's jetzt mit dem Freitagabendspiel Wolfsburg gegen Frankfurt. Los geht's. Am Freitagabend trafen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Frankfurter, sie können scheinbar nicht mehr anders als unentschieden zu spielen. Der VfL Wolfsburg, er ist noch ungeschlagen. In den grünen Trikots ging es dann auch für die Gastgeber besser los. Xaver Schlager, wunderbarer Pass zu Josep Brekalo und in der 14. Minute bereits das 1:0 für die Wölfe. Frankfurt in der Verteidigung etwas indisponiert. Gegen Dortmund verschlief man mal nicht die Anfangsphase. Heute war es wieder so, dass Frankfurt hinterherlief. Philipp alleine auf weiter Flur muss es hier dann eigentlich zum 2:0 hochschrauben. Aber Kevin Trapp, der in dieser Szene gut rauskommt und mit dem Schienbein den Treffer verhindert, lässt es hier erstmal spannend bleiben. Von Eintracht Frankfurt nicht so viel zu sehen. Jetzt aber mal Kamada, der Silva in der Mitte sieht. Schöner Pass von Silva. So weiter geleitet zu Kostic. Und Ausgleich. 34. Spielminute. Das 1:1. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. Wolfsburg hatte lange Zeit alles im Griff. Frankfurt brauchte erstmal wieder, um ins Spiel hineinzukommen. Im zweiten Durchgang aber war die Eintracht wacher. Silva. Und das, wenn es nicht so gewesen wäre, ist eine hundertprozentige Tormöglichkeit. Aber Djibril Sow ist eben kein Torjäger. So schlecht war der Schuss nicht. Dann auch gut von Kuhn Castells gemacht. Wehrt den zum Eckstoß ab, aus dem nichts resultierte. Der VfL Wolfsburg weniger nach vorne aktiv, aber nicht weniger gefährlich als in der ersten Halbzeit. Gut gespielt. Vejos legt ihn erst raus, bekommt ihn dann wieder. Kevin Trapp und Co. ausgespielt. Hatte Frankfurt in der Schlussphase noch einmal eine Antwort parat. Ayman Barkok zu Silva. Barkok mit der Hacke noch einmal zu Djibril Sow. Noch einmal Djibril Sow. In der 88. Minute nochmal die große Möglichkeit, aber Castells hält den Ball fest und hält damit auch das 2:1 fest. Ein knappes Resultat, verdienter Sieg für den VfL Wolfsburg, wenn für Eintracht Frankfurt auch nicht so viel gefehlt hat, um hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz des 11. Spieltags. Borussia Mönchengladbach gegen die Hertha. Eines von endlich wieder 5 Spielen in der Samstagskonferenz. Ist ja doch immer etwas schöner, wenn da ein paar mehr Spiele dabei sind. Am liebsten wären natürlich 9, aber das ist Träumerei. Die Gladbacher träumen von einem Heimerfolg gegen die Hertha, die aber nach dem Derby-Sieg gegen Union auch mit breiter Brust hier antreten können. Der BVB kann nicht mit richtig breiter Brust hier antreten gegen den VfB Stuttgart, wie es die Hertha in Gladbach kann. Denn man hat aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt, zu Hause das letzte Spiel sogar verloren. Der VfB Stuttgart hingegen als Aufsteiger, da läuft es zuletzt mal wieder gewonnen, 2:1 gegen Bremen. Also das könnte hier durchaus ein offener Schlagabtausch werden. Der ist hier in Leipzig nicht zwangsläufig zu erwarten. Leipzig doch schon die favorisierte Mannschaft gegen den SV Werder Bremen. Aber die Bremer haben es unter anderem gegen Bayern gezeigt, dass sie es auch den großen Mannschaften der Liga sehr, sehr schwer machen können. Allerdings müssen die aufpassen, die Bremer nicht wieder ganz tief unten rein zu geraten. 2 Niederlagen in Serie und prompt ist man da wieder im unteren Tabellendrittel mit von der Partie. Da schließen sich diese beiden Teams mit an, Freiburg und Bielefeld. Im Breisgau ist die Arminia zu Gast, die aber zumindest
endlich mal wieder gewinnen konnte. 2:1 schlug man den ersten FSV Mainz 05, der zweite Saisonsieg also. Auswärts hat man bislang nur einen Punkt geholt, aber bei Freiburg, da ist eben auch eine ganz schwierige Lage. Man ist 14., aber zumindest spielerisch sah es zuletzt gegen Gladbach wieder ziemlich gut aus. Der erste FSV Mainz 05 dachte eigentlich nach dem Sieg gegen Freiburg, dass man sich wieder gefangen hatte. Jetzt aber unterlag man eben bei Arminia Bielefeld mit 2:1. Beim 1. FC Köln läuft es besser, man ist noch lange nicht über den Berg, aber sie wirken einfach stabiler. Das 2:2 zuletzt gegen Wolfsburg auch wieder sehr respektabel. Und auswärts, ja, wissen besonders die Dortmunder, wie gefährlich die Kölner sein können. Wir beginnen jetzt aber in Gladbach. Ja, hier rollt der Ball als erstes. Gladbach in den weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Wird es der Hertha hier nicht einfach machen, aber eben die Hertha, ja, sie haben durch das 3:1 gegen Union Berlin wieder Selbstbewusstsein getankt und müssen Tor hier Mainz eigentlich gut mithalten können. Und der erste Treffer in der Konferenz fällt in Mainz. Was für ein Auftakt für den 1. FC Köln. Elie Skiri. Beim letzten Auswärtsspiel schlug er doppelt zu gegen den BVB. Und Mainz verpennt die Anfangsphase. Skiri darf sogar zweimal ran, scheitert erst an Zentner, der Kopfball. Der ist dann aber nicht mehr zu parieren für Zentner. Erreicht er nicht mehr. 1:0 für die Gäste, ein Paukenschlag hier in der Opel Arena. Und das wird jetzt für den ersten FSV Mainz 05 eine ganz, ganz lange Partie. Wollen wir mal nach Dortmund schauen. Wo der BVB in den schwarz-gelben Trikots kommt, im ersten Durchgang von links nach rechts spielt. Das 1:1 gegen die Frankfurter zuletzt war in Ordnung. Vielmehr tut die Niederlage gegen Köln noch weh. Hier im Westfalenstadion ist man eigentlich nahezu unschlagbar oder unschlagbar gewesen. Da tut es natürlich weh, dass die Fans fehlen. Und der VfB Stuttgart, ja, er macht hier gut mit. Endo, Kalajdzic, Sasa Kalajdzic und der flutscht durch. Was für ein Auftakt auch hier im Westfalenstadion. 10. Spielminute. Die Gäste gehen in Führung. Müssen wir gleich nochmal drauf schauen. Bürki sieht da nicht so ganz glücklich aus. Endo wird da nicht wirklich gehindert. Kalajdzic läuft einfach durch. Und dann ist es unglücklich. Erwischt da Bürki auf dem falschen Fuß, ja, gegen die Laufrichtung. Und dann bekommt er da seinen Körper nicht mehr rum. Tor in Freiburg. Der Schweizer Keeper. Und wir haben den nächsten Treffer in Freiburg. Auch hier das 1:0 für die Gäste. Andreas Vogelsammer mit dem Führungstreffer. Vogelsammer, der den angeschlagenen Jabo in der Startaufstellung vertritt. Vermutlich die 90 Minuten noch gar nicht gehen kann, aber heute zahlt es sich aus, dass er von Beginn auf der Startaufstellung seinen Platz gefunden hat oder in der Startaufstellung. Wird von Hartl bedient, der selber abschließen kann, aber nochmal rüberlegt für den besser postierten Vogelsammer, serviert. 1:0 also hier für die Gäste, davon kann Bremen-Leipzig auch träumen. Sie können davon zumindest träumen, ob es realistisch ist, sei nochmal dahingestellt. RB Leipzig hat hier das Geschehen unter Kontrolle. Bremen, aber wir sehen es, läuft relativ früh an, das ist gegen Leipzig aber auch durchaus gefährlich. Forsberg aber verliert hier auch den Ball. Es ist noch etwas verhalten von beiden Mannschaften. Leipzig bekommt das Spiel noch nicht perfekt aufs Feld gebracht, dass sie sich überlegen. 3:3 zuletzt ja gegen die Bayern. Da waren gute Ansätze dabei, aber da ist Bremen wieder eine ganz andere Herausforderung, die sie aber auch erstmal meistern können. Oh, ist das schwach verteidigt vom SV Werder. 18. Minute, 1:0 für RB. Da ist ja das Zentrum komplett offen.
Toprak und Friedl orientieren sich beide auf den Ballführenden, verlieren Forsberg aus den Augen. Und dann lässt er da Tor in Mönchengladbach. Keine Chance. Hier ein Tor und jetzt auch in Gladbach. 1-0 für Borussia Mönchengladbach. Es ist ein besonderes Tor. Dennis Zakaria. Er trifft endlich mal wieder für die Fohlen. Lange musste er darauf warten. Heute mal wieder in der Startaufstellung. Und Schwolo, ja, dem ist da die Sicht verdeckt. Die Hertha wieder im Rückstand, wie schon zuletzt gegen Union Berlin. Der Haken an der Sache ist, dass Gladbach nicht in Unterzahl spielt bis dato. 18 Minuten von der Uhr. Genug Zeit, das umzubiegen für die Hertha. Aber das wird Gladbach den Gästen natürlich aus der Hauptstadt auch nicht leicht machen. Ist eine verdiente Führung unter dem Strich. Die Hertha noch sehr, sehr verhalten im Spiel nach vorne. Gladbach hatte schon vor diesem Treffer eine sehr große Chance. Wir melden uns später und schauen jetzt erstmal nach Mainz, wo die Gäste weitestgehend das Geschehen kontrollieren. Aber jetzt ein Fehler im Spielaufbau. Boetius raus zu Burkhardt. Burkhardt legt nochmal zurück, muss er vielleicht selber schießen. Barrero dauert alles etwas lange. Klar, vielleicht lieber überlegt als überhastet. Und Quaison, nochmal Quaison. Boetius. Aber Köln passt auf und bereinigt die Szene. Größte Chance für Mainz hier. Und in Dortmund gibt es da auch Chancen für die Gastgeber. Vereinzelt. Aber der VfB setzt auch weiterhin immer wieder gute Nadelstiche in der Offensive. Knappe halbe Stunde hier gespielt. Der BVB läuft diesem 0:1 hinterher, das Kalajdzic in der 10. Spielminute erzielen konnte. Kobel sollte sich da nicht selber in Bedrängnis bringen. Löst das dann aber doch überlegt. Und der BVB, ja, gehen ihm hier ein wenig die Körner aus. Scheint ein wenig so zu sein. Klar, auch Haaland fehlt. Trotzdem, das ist insgesamt zu wenig. Tor in Freiburg. Spiel nach vorne. Und wir haben den zweiten Treffer in Freiburg. Andreas Vogelsammer. Er scheint zurück zu sein. 2:0 für den Deutschen Sportclub. Und Freiburg lässt einen jetzt doch etwas Fragen zurück. Was machen die hier? Gegen Gladbach so ein gutes Heimspiel absolviert. Und das hier sieht jetzt doch tatsächlich eher aus, wie der Tabellenplatz vor Beginn dieses Spieltags aussagt. Platz 14, maximal unteres Tabellendrittel. Puh, das ist eine Packung, die Freiburg erstmal so jetzt noch verknusen muss. Vogelsammer momentan der Mann des Spiels und in Leipzig ist es wahrscheinlich Emil Forsberg bis dato. Das stimmt. Bis dato aber eben auch die richtige Terminologie. Wobei hier jetzt auch wieder im Ballbesitz ist, aber den Ball verliert. Es ist kein perfektes Spiel von RB Leipzig, aber es reicht momentan gegen zurückhaltende Bremer. Dieser weite Schlag zu weit für Groß nicht einzuholen. Leipzig macht es gut. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Und Werder Bremen muss sich hier wirklich was einfallen lassen. Vielleicht mit dem 1:0 jetzt in die Pause gehen und dann zweiten Durchgang ganz anders angehen. So wird es nämlich nichts mit den Punkten. Auch für die Hertha hier in Gladbach würde es so nichts mit den Punkten werden. Der Spielstand sagt es, aber auch die Spielweise von Bruno Labbadias Mannschaft. Oh, und jetzt bringen sie sich auch wieder selber in Gefahr. Player zu Embolo. Torunariga, aber passt auf, Scholo klärt die Szene. Die Hertha bringt wenig aufs Feld von dem, was man eigentlich an Potenzial in dieser Mannschaft vermuten würde.
Sie stehen kompakt in der Defensive, aber da hört es dann auch auf. Halbzeit hier in Mainz läuft die Partie noch. Mainz kommt nochmal. Mateta zu Burkhardt. Bekommen sie nochmal eine Chance vor dem Pausenpfiff. Burkhardt nochmal zurück. Barrero. Dauert alles lange. Nachspielzeit ist abgelaufen. Da muss man dann einfach auch mal irgendwie die Flanke oder den Abschluss suchen, wenn die Nachspielzeit abläuft. Aber gut. 0:1 hier. Der erste FC Köln führt durch einen frühen Treffer von Elie Schiri mit 1:0. Geht auch so in Ordnung. Wir schauen jetzt kurz auf alle Ergebnisse in der Pause und dann geht's gleich hoffentlich spannend weiter. Jo, hier seht ihr einmal die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Viel Spaß beim zweiten Durchgang. Ja, weiter geht's. Zurück in der Konferenz beim Spiel Freiburg gegen Bielefeld. Es ist für den SC Freiburg hier verpflichtend, zumindest einen Punkt zu holen, denn das wäre eben nicht der Verlust der eigenen Punkte, sondern eben auch die Stärkung eines Kontrahenten im Abstiegskampf. Denn mit diesem Sieg würde Bielefeld an Freiburg vorbeiziehen in der Tabelle. Man hätte dann 8 Punkte und Bielefeld 10. Tor in Leipzig! Und der erste Treffer in der Konferenz im zweiten Durchgang. ...2:0 für RB und ist das schon die Entscheidung? Man möchte es fast meinen. Der SV Werder Bremen hier und heute auch in der Defensive nicht sattelfest genug. Forsberg legt auf, Kevin Campbell im 16er ziemlich frei. Friedel kommt nicht mehr nah genug ran. Und für Pavlenka ist da schon mal gar nicht zu halten. Also 2:0 für Leipzig. Der Weg für Bremen wird immer länger und ja, mittlerweile vielleicht sogar fast aussichtslos. Also 2:0 hier in Dortmund wartet der Gastgeber noch auf den ersten Treffer. Aber Dortmund kommt wach aus der Kabine. Nico Schulz, jetzt fehlt ihm hier allerdings die Anspielmöglichkeit, bringt den Ball aber auch nicht in die Mitte, hätte er vielleicht machen können. Axel Witzel. Die Lücken dann in letzter Szene doch gut durch. Oder abgedeckt, diesmal aber nicht. Diesmal nicht. Sancho mit der Möglichkeit. Da muss er eigentlich mehr draus machen. Weiß er auch selber. Die Riesenmöglichkeit hier schnell nach Wiederbeginn mit dem Ausgleichstreffer. Tor in Freiburg. Die Aufholjagd zu Beginn. Und die beginnt jetzt vielleicht auch in Freiburg. Möglich ist es, denn das ist nicht die Entscheidung, nicht das 0:3, sondern Lukas Höhler mit dem Anschlusstreffer. Demirovic legt auf, schön durchgesteckt. Stefan Ortega kann da nicht mehr rankommen. Und Bielefeld auch gegen Mainz 2:0 geführt, dann stand es nur noch 2:1. Das brachten sie über die Zeit, würden sie jetzt hier natürlich locker unterschreiben, aber da haben sie die Rechnung ohne Freiburg gemacht. Wir sind gespannt, ob Freiburg noch einmal zurückkommt und schalten jetzt erstmal in den Borussia-Park. Wo die Hertha zumindest mit etwas besseren Vorzeichen aus der Kabine kommt. Sie haben jetzt mal Ballbesitz und spielen mal nach vorne. Gendouzi ist kein Flügelspieler, Mittelstädt eher. Holt zumindest mal einen Eckball raus, von Matthias Ginter verursacht. Während wir nochmal den Treffer anschauen, Dennis Zakaria geht da durch alle hindurch. Luke Bacchio legt sich den Ball zurecht. Den wollen wir uns nochmal anschauen. Luke Bacchio, Stindl legt ihn nochmal raus. Luke Bacchio holt den Ball aber nochmal. Mittelstädt. Ja, so wird das natürlich nichts. Schwacher Ball von Maximilian Mittelstädt. So, hier steht es 1:0, ebenfalls 1:0 bzw. 0:1 sogar in Mainz. Ja, 1:0 für die Gäste, was die Mainzer hier für einen 1:0 Führungstreffer tun würden.
Ja, gute Frage. Es würde vielleicht einfach ein gutes Fußballspiel reichen, aber das schaffen sie momentan. Tor in Freiburg. Sich konstant aufs Feld zu bringen. Und in Freiburg der Ausgleich. Zwei Tore, Abstand wiederhergestellt. Durch Sebio Suku. Arminia Bielefeld bricht hier nicht zusammen nach dem Anschlusstreffer, sondern spielt weiterhin gut nach vorne. Hartl legt es auf, lupft den Ball in den 16er, dann ist Suku da. Sehr frei, sehr alleine gelassen, lässt dann Florian Müller hinter sich greifen. 3-1 hier, aber noch nicht die Entscheidung. In Leipzig, ja, ist das 2-0 die Entscheidung? Möglicherweise Sargent und es gibt Strafstoß. Es gibt Strafstoß. Erst doch gut die Möglichkeit laufen gelassen, aber da wurde Josh Sargent unsanft von den Beinen geholt. Ja, das ist ja komplett unnötig, was Tyler Adams da macht. Nur im Augenwinkel gerade zu sehen gewesen. Ja, und das ist jetzt die Riesenmöglichkeit für Werder Bremen zurückzukommen. Bittencourt gegen Gulaschi. Es passt ins Bild. Einen Elfmeter zu verschießen, die eine Sache. Einen Elfmeter nicht mal aufs Tor zu bekommen, die andere. Weiterhin 2-0 hier. Der SV Werder Bremen kann einem sogar fast Tor in Mainz. In dieser Szene. Und in Mainz, da haben wir jetzt einen Treffer. Das 1-1 durch Robin Quaison. Die Gastgeber sind zurück in diesem Spiel. Jonas Burkhardt legt auf. Quaison ist in der entscheidenden Szene wacher als Cestic. Und so steht es jetzt, 1-1. Also offen ist hier alles für die Schlussphase. In Dortmund arbeitet man noch am Ausgleich. Ja, man arbeitet tatsächlich dran. Aber der VfB Stuttgart, er macht es richtig gut. Förster verliert aber den Ball. Der BVB vielleicht mal mit einer schnellen Umschaltsituation. Aber das dauert auch etwas zu lange. Trotzdem jetzt mal einen konstruktiven Angriff nach vorne vielleicht bringen. Witzel zu Nico Schulz, nicht im Abseits. Nico Schulz gibt zumindest einen Eckball. Rausgeholt von Pascal Stenzel. Wataru Endo ja wieder sehr, sehr aktiv. Passquote von 86% und 9,1 Kilometer Laufleistung. Das lässt sich durchaus sehen. Ein richtig fleißiger Mittelfeldmann nach 70 Minuten 9 Kilometer ist durchaus eine Ansage. Hazard legt nochmal raus zu Sancho. Kurz ausgeführter Eckball. Hätte man sich auch ein bisschen einfacher machen können. Hazard nochmal rausgelegt. Reyna. Ja, wir melden uns, wenn was passiert und schauen nach Gladbach. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Borussia Mönchengladbach führt noch mit 1-0. Embolo. Sein Schuss wird geblockt von Boyata. Guendouzi, Gegenangriff. Stark. Piontek. Tor in Dortmund. Und Tor in Dortmund. Da ist das erlösende 1-1 für den BVB. 78. Spielminute. Axel Witzel gleicht aus. Schulz legt mit der Hacke ab. Witzel aus halblinker Position dann zu freistehend. Und der BVB ist zurück im Spiel und hat jetzt noch etwas mehr als 10 Minuten Zeit, den Dreier einzufahren. Das ist natürlich der Plan. Aber Stuttgart wird sich auch wehren. 1-1 hier in Freiburg. Wohl doch schon alles entschieden mittlerweile. Das 1-3 zumindest war doch nochmal ein ziemlicher Tiefschlag für Freiburg. Es ist noch nicht der Knockout gewesen, weil Freiburg immerhin noch weiter nach vorne ackert. Petersen nicht mit einer Verzweiflungstat, aber einem sehr ungefährlichen Abschluss aus etwa 17 Metern
sieht dann Stefan Ortega auch, dass der weit vorbeigeht. Und Bielefeld scheint hier den zweiten Sieg in Serie einzufahren. Das wären wirklich richtige Big Points für den Klassenerhalt. Dann hätte man 10 Punkte nach 11 Spielen auf dem Konto. Keine überragende Quote, aber etwas, mit dem sich arbeiten ließe. Zumal die Konkurrenz drumherum auch nicht so viel Punkte einsackt aktuell. Köln, Mainz eben nur unentschieden. Schalke spielt gegen Augsburg noch. So, Ortega passt hier auf gegen Jonathan Schmid. Der kommt aber auch aus dem Abseits. So ist es. Tor in Gladbach. Und wir haben einen Treffer in Gladbach. Den schauen wir genau an. Das 1:1. Die Hertha kommt zurück durch Wladimir Darida. Und das muss sich Borussia Mönchengladbach mal wieder selbst zuschreiben. Ja, Jan Sommer ist bedient. Wladimir Darida von Luke Bacchio bedient. Und wie schon so häufig in dieser Saison kann Gladbach einen knappen Vorsprung nicht über die Zeit bringen. 86 Minuten von der Uhr und die Hertha, die mehr vom Spiel jetzt hatte, aber auch nicht wirklich oft gefährlich wurde, ist zurück in diesem Duell und geht jetzt für Tor in Leipzig. Noch mehr. Tor in Leipzig, ja, das nehmen wir nochmal mit. Deckel drauf, 87. Minute, Emil Forsberg mit dem Doppelpack. Eins vorgelegt, zwei selber gemacht. Es ist ein guter Tag des Emil Forsberg. Und für Werder Bremen wird es die dritte Niederlage in Serie. Nach dem 5:3 in Wolfsburg, nach dem 1:2 gegen Stuttgart, jetzt das 3:0 gegen RB Leipzig. Also, es werden harte Zeiten jetzt für den SV Werder Bremen, in Mainz vermutlich auch. Ja, der erste FSV Mainz 05, er geht sehr harten Zeiten entgegen, vor allem wenn es hier bei diesem 1:1 bleiben würde, dieser Ball nicht zu erreichen. Der erste FC Köln, er war hier die bessere Mannschaft, könnte aber wohl trotzdem mit dem 1:1 besser leben. Damit würde man Mainz erstmal auf Abstand halten. Auch wenn hier halt mehr drin gewesen wäre. Gibt auch nicht so viel obendrauf. Die zweite Halbzeit doch sehr Ereignis haben. Und dann ist schon Feierabend. 1:1 endet es. Tor hier in Dortmund! Och, und in Dortmund endet es nicht 1:1. Weil Sasa Kalajdzic nochmal zuschlägt. Und da rennen sie jetzt alle aufs Feld. Der VfB Stuttgart eskaliert. Gregor Kobel feiert auch ab. Und in der ersten Minute der Nachspielzeit geht Stuttgart nochmal in Führung. Dortmund ging auf Sieg und wird damit jetzt mit der Höchststrafe abgeledert. Mit dem Last-Minute-Gegentor und voraussichtlich mit der Niederlage. Sasa Kalajdzic, die Vertretung von González, wobei da eben dann Vertretung nicht mehr der angebrachte Begriff ist. Es ist vorbei. Dortmund haut alles rein, aber verliert mit 1:2 gegen aufopferungsvoll kämpfende Stuttgarter. Chapeau an diesen Aufsteiger. Und in Freiburg beenden wir diese Konferenz. Auf den anderen Feldern ist ebenfalls Schluss. Der SCF unterliegt Arminia Bielefeld. Das heißt, Freiburg wartet jetzt seit sage und schreibe 10 Spielen auf einen Sieg. Und Bielefeld, 2 Siege in Serie, das lässt sich sehen für den Aufsteiger. Das war's aus der Konferenz. Bis dann und bleiben Sie sportlich. Bielefeld kann doch noch gewinnen beim Spiel gegen Mainz. Beim 2:1 wurde es am Ende knapp, aber kein unverdienter Sieg der
Arminia, nun zu Gast beim SC Freiburg. Bei den Breisgauern läuft es momentan überhaupt nicht und das zog sich auch hier am Samstagnachmittag so durch. 10. Minute, Andreas Vogelsammer für den angeschlagenen Jabo in der Startaufstellung. 1:0 für die Gäste. Über eine halbe Stunde gespielt und wieder Vogelsammer. Was war nur mit dem SC Freiburg los? Das letzte Heimspiel gegen Gladbach hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Zumindest gewinnen können. Sie verpassten es, ihre Großchancen zu nutzen. Hier war es spielerisch jedoch wieder ziemlich unansehnlich. Bis zur 53. Minute. Lukas Söller mit dem Anschlusstreffer. Vorlage von Demirovic. Schöner Pass da in die Schnittstelle. Für Stefan Ortega nicht zu halten, aber Bielefeld wirkte immer so als die Mannschaft am längeren Hebel. Dann Hartl zu Suku. 1:3, 62. Minute. Eingewechselt worden für Andreas Vogelsammer, der noch keine 90 Minuten gehen kann. Sebio Suku macht es hier perfekt. 3:1 gewinnt Arminia Bielefeld, holt den zweiten Sieg in Serie und Freiburg, da muss man sich jetzt mittlerweile richtig Sorgen machen. Borussia Mönchengladbach fährt in dieser Saison den Sparkurs. Es ist, was sie mannschaftlich aufs Feld bringen können, mittlerweile doch arg ausgedünnt. Klar, es ist eine gute, eine breit besetzte Mannschaft und sie machten wirklich das Allerbeste draus. Aber was noch möglich wäre, wenn man nicht auf einige wichtige Stammkräfte verzichten müsste, dann wäre wohl noch viel, viel mehr möglich. Hier trotzdem ein guter Auftritt der Fohlenelf und Alassane Player hier sinnbildlich herausgearbeitet, ist eben ein Top-Stürmer. Etwas über eine Viertelstunde gespielt, die Hertha bekommt es nicht geklärt und plötzlich Dennis Zakaria. Nach langer Verletzungspause kann er endlich wieder von Beginn an ran. Hat hier etwas Glück, dass der Ball da so butterweich durchgeht. 1:0 für Gladbach. Das hielt sich bis in den zweiten Durchgang. Christoph Piontek kommt nur aus dem Abseits. Er war der entscheidende Mann beim Spiel gegen Union Berlin beim Stadtderby am Freitagabend vor einer Woche. Ansonsten machte es Gladbach gut, aber sie verpassten es eben, die Entscheidung zu erzielen. Wie schon hier gegen viele andere Mannschaften im Borussia-Park und diesmal wurde es wieder bestraft. Wladimir Darida mit der Erlösung für Bruno Labbadia. 86. Minute, das 1:1 bedeutete auch den Endstand. Borussia Mönchengladbach muss sich selbst vorwerfen, nicht früher diese Partie entschieden zu haben. Borussia Dortmund hat jetzt doch in den letzten beiden Spielen ein bisschen Punkte verloren. Ein Punkt aus den letzten beiden Spielen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Immerhin hier gegen den VfB Stuttgart zu Hause sollte man wieder Selbstvertrauen haben, aber es sah ganz anders aus. 10. Minute, 0:1, Sasa Kalajdzic. Die Schwaben, die am Sonntagnachmittag gegen Bremen gewinnen konnten, machten hier mal wieder einen überragenden Job. Und die Schwarz-Gelben, sie taten sich etwas schwer, fanden dann aber besser rein. Reyna, die erste Möglichkeit nach 20 Minuten, hätte es schon durchaus sein können. Wir springen in den zweiten Durchgang. Dortmund war spielbestimmt. Von Stuttgart kam nach vorne jetzt nicht mehr so viel. Und hinten musste sie wirklich aufpassen. 53. Minute Sancho, der hier mit seiner Qualität den Ball eigentlich aufs Tor bringen muss, aber das 1:1 verpasst. Die Zeit wurde knapper. Nico Schulz sieht Axel Witzel und der Belgier mit dem Ausgleich. 78. Minute, das 1:1 hochverdient. Der BVB wollte jetzt natürlich noch mehr und ging auf Sieg der VfB Stuttgart, aber er begnügte sich nicht mit dem einen Punkt. Was für ein Pass. Kalajdzic. Und der macht in der ersten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch das 2:1 für den VfB. Dortmund warf alles nach vorne. Und das wurde am Ende mit einer Niederlage bestraft, weil der VfB Stuttgart nicht mit dem Punkt zufrieden war.
Samstagnachmittag, kurios, der VfB gewinnt in Dortmund mit 2:1. Der erste FSV Mainz 05 hat auch wieder einige Fragen aufgeworfen nach der Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Sind sie hier gegen Köln unter Druck? Aber es sah gar nicht gut aus, denn die Geißböcke, sie sind gut drauf. Dritte Minute, Elias Skiri mit dem Führungstreffer. Ball wird erst gehalten, dann den Nachkopfball gehört aber auch. Der Nachkopfball gehört auch dem ersten FC Köln und Skiri momentan als Torjäger ja bekannt. Vor allem auf des Gegners Platzes. Zweiter Durchgang und Köln schraubte an der 2:0-Führung. Elvis Rex Bescheid. Was Mainz hier wieder ablieferte, war doch recht bedenklich. Ein ganz schwacher Auftritt, der Elf von Jan Moritz Lichte. Dabei hat die Offensive doch eigentlich Potenzial mit Stöger, mit Boetius, mit Quaison, mit Mateta. Das hier ist Burkhardt und da ist dann Robin Quaison. 64. Minute, zumindest mal das 1:1, da hält er die Fußspitze rein. Überwindet Timo Horn aus kurzer Distanz. Mehr kam dann aber auch von beiden Mannschaften nicht. Der erste FC Köln ticken näher dran am Dreier. Mainz hat zu wenig getan und muss am Ende mit diesem einen Punkt irgendwie zufrieden sein. Der SV Werder Bremen ist sich seiner misslichen Lage durchaus bewusst. Zwei Niederlagen in Serie und jetzt muss man eben aufpassen, nicht wieder ganz tief unten rein zu rutschen. Gegen Leipzig aber wurde es nach 18 Minuten ein nahezu unmögliches Unterfangen, weil Emil Forsberg alleine auf Pavlenka zulaufen kann und trocken abschließt. Hier keine Chance, lässt den Bremer Keeper zur Abwehr. Und der zweite Durchgang, er ging auch schlecht los für Bremen. Tyler Adams sieht Forsberg und der nimmt Kevin Campbell mit. 49. Minute, 2:0. Für den SV Werder Bremen wurde es jetzt ein immer weiterer Weg. Stunde von der Uhr, Selke und Sargent kommt nicht durch. Willi Orban hält den Fuß rein. Es sollte irgendwie nicht sein. Bremen macht aber auch relativ wenig nach vorne für Peter Gulaschi. Also sehr wenig zu tun. Und in der Schlussphase noch einmal die Leipziger. Campbell zu Forsberg, 3:0. Sie schlugen auch recht eiskalt zu, muss man zugeben. So viele Tormöglichkeiten hatten sie nicht. Trotzdem ist das 3:0 ein heftiges Ergebnis. Die dritte Niederlage jetzt für Bremen wieder in Folge. Und die müssen aufpassen, jetzt nicht an einen richtig miesen Abwehrstrudel zu gelangen. Der erste FC Union Berlin musste mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Das sind sie kaum noch gewohnt. Gegen die Hertha wurden sie in Unterzahl dann doch an die Wand gedrückt. Hier gegen die Bayern sah es auch im 11 gegen 11 erstmal nach einem Klassenunterschied aus. Jamal Musiala mit dem 1:0 in der dritten Spielminute. Musiala, der sich hier mittlerweile auch zum Stammpersonal bei den Bayern mausert, der macht seinen Job in der Zentrale richtig gut. Und die Bayern, sie schienen hier die Eisernen zu überrennen. Leroy Sané, Thomas Müller, Flanke zu Lewandowski, der da relativ alleine gelassen wirkt. 12. Spielminute, das 0:2 bereits ist, drohte ein ganz bitterer Samstagabend für Union Berlin zu werden, aber sie konnten sich dann fangen, stabilisierten sich etwas. Trotzdem, die Bayern, sie zeigten hier eine gewisse Spielfreude in der Bundesliga. In letzter Zeit nicht mehr so häufig zu sehen, aber hier waren sie richtig gut drauf. Und das kann dann schon fast das 3:0 sein in der 28. Minute durch Kingsley Coman. Nach vorne hapert es bei den Bayern eigentlich nie, aber in der Defensive, man hat schon 16 Gegentore in dieser Saison kassiert. Nach 10 Spielen ist das doch schon ziemlich untypisch. Auch die 3 Gegentore gegen RB Leipzig waren zu viel. Und hier hatte man dann vorne aber auch zumindest ein bisschen eine Ladehemmung. Niklas Süle, gut, den kann man jetzt auch nicht erwarten, von da reinzuballern.
Trotzdem sah es gut aus, was die Gäste machten. 0:2 stand es zur Pause. Der FC Bayern München ließ nichts anbrennen. Und Union Berlin, sie wirkten doch deutlich qualitativ unterlegen. Stunde gespielt, vielleicht jetzt. Aboni im Ballbesitz. Ingwarzen, dauert alles etwas lange. Grischa Prömel, rausgelegt zu Trimmel, aber der steht dann auch im Abseits. Die Bayern ließen die Gastgeber ein bisschen kommen, aber es sollte eben nichts bringen, weil Union Berlin nicht viel mit Ballbesitz anzufangen wusste und die Bayern das zugegebenermaßen auch sehr clever machten. Schlussphase zumindest vielleicht noch das 1:2, dann könnte es ja plötzlich trotzdem nochmal spannend werden. Nein, es gibt einen Konter für die Bayern. Thomas Müller treibt den Ball nach vorne. Musiala noch einmal, das dauert alles lang, er nimmt die Zeit von der Uhr. So richtig der Zug nach vorne war bei den Bayern auch nicht mehr da, Nachspielzeit abgelaufen, Friedrich mit dem Ballgewinn und Feierabend. Ein eher wenig unterhaltsamer zweiter Durchgang, am Ende ein souveränes 2:0 des FC Bayern München. Der Sieg, der nach 12 Minuten schon so gut wie unter Dach und Fach war. Der FC Augsburg bekam es Sonntagnachmittag mit dem FC Schalke 04 zu tun. Zuletzt verloren die Fuggerstädter Montagabend 3:1 in Sinsheim, der FC Schalke 04. Über diese Serie muss man, glaube ich, nicht mehr sprechen. Aber, und das kann man positiv hervorheben, mit Lange haben sie jemanden im Kasten, der doch tatsächlich wieder neue Hoffnung bringt. Vielleicht das Sinnbild für eine Aufholjagd. Diese Parade hier gerade zeichnete ihn mal wieder aus. Auch schon gegen Leverkusen gut gespielt, aber sie verloren ihm trotzdem 3:0. Da war es dann nach vorne auch weitestgehend zu wenig. Hier Ute in der 19. Minute mal für die Königsblauen. Aber Schalke, selbst ein Elfmeter haben sie verschossen. Steven Skripski scheiterte dort an Radetzky. Und der FC Augsburg hatte trotzdem mehr Selbstbewusstsein. Trotz der Niederlage am Montagabend und Tobias Strobel in der 23. Minute dann auch mit dem folgerichtigen 1:0 für den FCR. Schalke wieder im Rückstand. Schalke läuft wieder hinterher. 45 Minuten Zeit, das noch umzubiegen, um hier einen Punkt oder die eigentlich so hart benötigten 3 Punkte einzusammeln. Knappe Stunde von der Uhr. Schalke spielt gut. Gut verliert den Ball, aber sie bleiben dran. Serdar mit dem Ballgewinn. Und Uth fackelt diesmal weniger lange rum. 62. Minute, dann Rafael Gikiewicz fährt die Pranke aus und kann den gut parieren. So um die 60. Minute rum. Die beste Phase des FC Schalke. Eckball von der linken Seite. Einige Kopfballstarke sind da ja mit dabei in der Mitte. Wenngleich die Torgefahr nach Standards auch schon mal höher war, das ist Malik Ciao, der das unglückliche Eigentor erzielte. Hier mit dem Kopfball, aber kein Problem für Gikiewicz, der ist zu unplatziert. Und dann kam nichts mehr vom FC Schalke. Auch Augsburg tat sich schwer nach vorne. Es blieb bei diesem 1:0. Am regnerischen Sonntag ist das noch ein ganz trister Nachmittag für die Schalker. Zum Abschluss des 11. Spieltags trafen Leverkusen und Hoffenheim aufeinander, die beiden Europa League-Teilnehmer. Für Leverkusen läuft es in der Liga dazu noch richtig gut, für Hoffenheim bislang eigentlich nur in der Europa League. Auch wenn man am Montagabend gegen Augsburg gewinnen konnte, hier war man dann wieder eher im negativen Bundesliga-Modus. 9. Minute, Nadim Amiri wird da freigespielt von Baumgartlinger, kein Problem, den dann zu verwandeln, da kann Baumann gar nichts machen. Aber Hoffenheim bekam die Möglichkeit für Konter. Ilas Bebu mit der Flanke auf den zweiten Pfosten rein. Cessignon macht es nicht so schlecht. Nimmt den Ball gut runter mit der Brust. Dann die Direktabnahme, aber zu harmlos für Lukas Radetzky. Kurz vorm Seitenwechsel dann noch einmal Bayer 04. Florian Wirtz, schöner Pass zu Patrick Schick, der fast erhöhen konnte, aber die Rechnung ohne Oliver Baumann machte. Der pariert hier gut und hält das Spiel erstmal spannend. 1:0 stand es dann, als sie
den Gang in die Kabinen angingen. Ein früher Treffer bislang von Nadim Amiri machte den Unterschied. Hoffenheim leicht unterlegen, aber in entscheidenden Momenten doch immer mal wieder gefährlich, nur eben noch nicht erfolgreich. Der zweite Durchgang ging besser los für Leverkusen. Hoffenheim zu passiv und da nach einer Standardsituation vorne geblieben, zahlt sich hier fast aus. Der Kopfball ist so lala für Rudi, dann kein Problem, den noch kurz vor der Linie zu stoppen. Sinkgraven, schwacher Freistoß, abgefangen von Samaseku. Kramaric, Bebu, Grilic scheitert, aber Kramaric bleibt hell wach und schiebt ein, hämmert ein. Schöner Ball von Kramaric, erstmal hier zu Bebu, der legt dann ab für Grilic, der doppelt erfolgreich war gegen Augsburg. Fällt dann Kramaric vor die Füße, sehenswert diese Direktabnahme. Noch einmal Leverkusen. Es war jetzt ein offenes Spiel mit dem besseren Ausgang für Leverkusen. 85. Minute, Julian Baumgartlinger traf auch schon beim Spiel gegen den FC Schalke 04. Jetzt macht der Mittelfeldmann wieder einen Treffer und besiegelt damit die nächste Hoffenheim-Niederlage, holt Leverkusen damit die 3 Punkte hier ins eigene Haus. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und adios.